Buongiorno und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir machen heute selbstgemachte Zitroneneis. Dafür brauchen wir keine Eismaschine, nur ein bisschen Lieben und auch wenige Zutaten. Falls euch dieses Video gefällt, lasst uns gerne ein Like unter diesem Video und auch ein Abo. So, dafür brauchen wir eine Bio-Zitrone. Dann brauchen wir 250 ml Schlagsahne, 150 ml gezuckerte Kondensmilch und ein bisschen Vanillepaste. Wir reiben eine Zitrone so oberflächlich wie möglich. Muss mal die weiße von dem Schal nicht nehmen, weil sonst wird es zu bitter. So, dann nehmen wir das und stellen wir kurz auf die Seite. Dann nehmen wir den Saft von einer Zitrone. Ich freue mich richtig auf das Eis. Wirklich? Ich liebe Zitroneneis. Ich auch. Der Zitroneneis ist eine von den beliebtesten Eis. Echt jetzt? Ja, nach Stracciatella. Und Schokolade wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich Schokolade eher bei Kindern. Ah, okay. Aber so Zitronen, Erdbeere, Stracciatella sind die Standard. Wir haben übrigens schon eine Stracciatella-Eisrezept gemacht, auch ohne Eismaschine. Ihr findet die Rezept da oben. Aber wir haben auch Erdbeereis gemacht, Schatz. Das stimmt. Stracciatella findet ihr oben und Erdbeereis findet ihr unten. Das kommt nur oben. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt nehmen wir unsere Zitronensaft, geben wir einfach zu unserer Kondensmilch dazu. Dann vermischen wir und schon haben wir eine wunderschöne dicke Kompost. Geben wir noch ein bisschen Vanillepaste dazu. So, vermengen wir auch ein bisschen. Jetzt schlagen wir die Sahne. Die Sahne muss man nicht fest schlagen, sondern schon cremig. Unsere Sahne ist jetzt geschlagen. Nächster Schritt ist sehr wichtig, damit unser Eis wirklich sehr gut wird. Und zwar, ihr müsst unseren Kanal abonnieren. Okay. Nachdem wir unseren Kanal abonniert haben, geben wir unsere gezuckerte Kondensmilch, Zitronen- und Vanillepaste zu unserer Sahne dazu. Erstmal nur die Hälfte. Und werden wir langsam runtermischen. Nicht zu schnell, weil sonst wird es flüssig. No, God, please, no! Okay. Deswegen immer schön mit Liebe. Wenn wir schon keine Eismaschine benutzen, dann benutzen wir die Liebe. Dann geben wir nochmal gezuckerte Kondensmilch dazu und Zitronenschale. Weiter vermengen. Jetzt geben wir die Eismasse in eine verschließbare Box. Die Schüssel schon sauber machen, damit wir nicht spülen müssen. Und dann machen wir schön ein Muster, ja, oder einfach so glatt machen. Schön abschließen und in Gefrierschrank für 4-5 Stunden mindestens. Bis später. A few moments later. Unser Eis ist fertig. Yeah! Oh, wow. Also ich muss sagen, optisch sieht es ein bisschen aus wie Vanilleeis, aber natürlich geschmacklich bestimmt mit Zitrone. Hoffentlich. Man sieht auch so die kleinen Zitronenschalen durchschimmern. Jetzt ist bei uns circa 4 Stunden im Tiefkühlfach geblieben. Deswegen ist es noch cremig. Falls es länger drin bleibt sollte, es wird härter. Die Lösung dafür ist entweder 10 Minuten draußen lassen, aber wenn zu warm ist, schmilzt es dann. Deswegen kann man einfach 20 bis 30 Minuten in Kühlschrank hinlegen, dann wird es wieder cremig. Dann noch ein bisschen Sahne dazu. Schön cremig.
Schmeckt sehr gut. Ihr könnt es zu Hause nachmachen, vertraut mir. Das schmeckt sehr gut. Wir sehen uns im nächsten Video, aber vergiss ja bitte nicht, ein Like unter diesem Video zu lassen und abonniere unseren Kanal. Ciao!